Jutta von der Initiative Code Your Life und wir wollen Kindern das Programmieren beibringen. Wir wollen euch zeigen, wie kreativ, bunt und vielfältig Programmieren sein kann und vor allem, dass es unglaublich viel Spaß macht. Ich sitze zum Beispiel ganz oft mit Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer. Wir tüfteln gemeinsam, wir suchen verschiedene Lösungswege und experimentieren mit Code. Und es ist eigentlich auch immer so, dass mindestens einer aufschreit und sagt, juhu, ich hab's gefunden, ich hab die Lösung, kommt alle her und schaut euch meinen Code an, was ich programmiert habe. Ich kann euch also garantieren, es sind ganz viele Wow-Effekte und Aha-Effekte dabei und man hat wirklich sehr viel Spaß beim Programmieren. Ein Computerprogramm besteht eigentlich aus einer Abfolge an verschiedenen Befehlen, die immer wieder aufgerufen werden können. In einer bestimmten Reihenfolge. Ein wenig kennen wir das auch aus unserem Alltag. Überlegt einmal, wenn ihr morgens aufsteht, bis ihr in die Schule geht. Da müsst ihr verschiedene Dinge zwischendurch tun. Ihr müsst aufstehen, euch anziehen, frühstücken, Zähne putzen, Schuhe anziehen, Jacke holen, Schulranzen auf und ab zur Schule. Wenn ihr das in einer falschen Reihenfolge macht, dann kann das ganz schön blöd sein. Also am besten ist erst Hose anziehen, dann die Schuhe. Andersrum ist nicht so gut. Oder stellt euch vor, ihr seid schon in der Schule, habt aber vergessen, überhaupt aufzustehen. Geht ja nicht. Und beim Programmieren ist das eben auch so. Die Reihenfolge ist ganz wichtig, in der wir die Befehle dem Computerprogramm geben. Will ich also ein Ergebnis auf meinem PC haben, muss ich ganz genau wissen, welche Befehle ich dafür in welcher Reihenfolge benutzen möchte. Naja, überlegt mal die Reihenfolge. Wenn ihr ein Bild malt zum Beispiel, dann müsst ihr auch eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Ihr nehmt den Pinsel, ihr tut das ins Wasser, ihr nehmt die Farbe und ihr malt auf dem Bild. Ohne Wasser und ohne Farbe braucht ihr auf dem Bild gar nicht zu malen, man würde nichts sehen. Das ist schon mal ein Zusammenhang, was auch Programmieren und Kunst gemeinsam hat. Aber was eigentlich noch viel spannender ist, ist, dass wir für euch ein Computerprogramm haben, wo wir das Computerprogramm für euch zeichnen lassen können, dass richtige Kunst entsteht. Dazu haben wir eine kleine Schildkröte. Ihr seht sie hier hinter mir und die zeichnet für euch ganz tolle Kunstwerke. Natürlich nur, wenn ihr die richtig programmiert habt. Ich glaube, dass in euch viel mehr drinsteckt, als ihr selber denkt. Wir werden euch zeigen, dass ihr bereits nach kurzer Zeit schon ganz, ganz tolle Programmierkunst herstellen könnt. Ich möchte das Projekt unterstützen, damit ihr nicht nur die digitalen Endgeräte, eure Handys und so weiter benutzt, sondern dass ihr kreativ damit umgeht und dass ihr merkt, dass ihr sie auch selbst gestalten könnt. Ich möchte euch begeistern, eure Kreativität fördern und mit euch zusammen auf Lösungssuche gehen. Je früher man damit anfängt, desto besser. Ganz viele sagen, ein 10-jähriges Kind kann nicht programmieren, viel zu kompliziert. Aber wir beweisen euch das Gegenteil. Natürlich könnt ihr das. Ihr braucht nur die richtige Programmierumgebung dafür und die richtige Unterstützung, zum Beispiel in Form unserer Törte. Und dann schafft auch ihr das und zeigt vor allem den Großen, den Skeptikern, dass ihr sehr, sehr wohl fähig seid, Programmierer zu sein. Mit der richtigen Unterstützung wird es also ganz einfach und die Törte zaubert ganz tolle Bilder für euch. Ich freue mich vor allem auf Ergebnisse, wo ihr vielleicht auch mal um die Ecke denken musstet, wo ihr nicht genau gleich den richtigen Lösungsweg gefunden habt, sondern wo manchmal auch der Zufall eine Rolle gespielt hat und was ganz Tolles dabei herausgekommen ist. Vielleicht entdeckt ihr ja auch Geschichten in euren Bildern. Vielleicht sieht euer programmiertes Zufallskunstwerk wie ein Hund aus, der gerade eine Geschichte erlebt. Denkt euch etwas aus, seid kreativ und erzählt euch, was für euch dahinter steckt.